Hallo zusammen, heute im Gespräch mit Clemens Dietrich, dem Experten und Geschäftsführer zum Thema Mobile Recruiting der Firma Truffles. Hallo Clemens, ich grüße dich. Hallo Frank, ich grüße dich auch. Hi. Hi. Wir haben heute eine gemeinsame Session zum Thema Mobile Recruiting. Mich interessiert von Clemens, ist Mobile Recruiting nur ein Trend oder wie kann ich mich als Headhunter oder Recruiter auf das Thema Mobile Recruiting einstellen? Clemens wird sicherlich auf meine Fragen antworten und lass uns beginnen, Clemens. Mobile Recruiting, was ist es nur ein Trend oder was kann ich mir darunter vorstellen? Also erstmal, Frank, schön, dass wir miteinander sprechen und du sagst, ich bin der Experte für Mobile Recruiting. Das ehrt mich natürlich. Ja, Truffles ist im Bereich Mobile unterwegs und ich werde häufig gefragt, ist Mobile nur ein Trend? Ist das ein Hype? Worum geht es da? Ich sage dir immer ganz einfach, schauen Sie sich Ihre Smartphone-Nutzung heutzutage an, also über 96% in unserer Zielgruppe haben ein Smartphone, über 85% in Deutschland. Jeder davon hat ein Smartphone und ich glaube, Mobile ist absolut nicht nur ein Trend, sondern ist in alle Lebensbereiche mittlerweile bei den Menschen angekommen. Was vor 10 Jahren im Bereich Banking undenkbar war, ich kann irgendwelche Zahlungen mobil auslösen und Geld verschicken an Freunde und Co. Warum ist dann der Lebensbereich Recruiting immer noch nicht mobil? Und deswegen haben wir uns da mal aufgemacht, mit Truffles im Bereich Mobile unterwegs zu sein. Es ist absolut allgegenwärtig und auch eben im Bereich Recruiting. Okay, die Message, Clemens, ist bei mir angekommen. Mobile ist sicherlich State of the Art, wenn ich mir meine Mobile-Nutzung angucke, sicherlich. Was bedeutet das konkret für das Recruiting? Brauche ich jetzt eine mobile Website oder was würdest du für eine erste Empfehlung zum Thema Mobile Recruiting an die Zuhörer und Zuseher aussprechen? Ja, als allererstes würde ich, wenn ich Recruiter bin oder rekrutierendes Unternehmen, empfehle ich immer ganz klar, zunächst einmal sich über die Zielgruppe klar zu werden. Wen möchte ich eigentlich ansprechen? Und möchte ich eben junge, passende Kandidaten eben ansprechen, attraktiv wirken als Arbeitgeber? Da ist eben eine mobil optimierte Website State of the Art, Status quo heute. Die Nutzung erfolgt sehr, sehr häufig über das mobile Device und da muss ich eine mobile Webseite haben. Was ich dann im Detail natürlich für Recruiting-Aktivitäten mobil oder auch Desktop oder eben auch offline mache, muss man immer im Detail anschauen. Man kann aber ganz klar sagen, die digitale Generation von heute sucht ganz klar über das Smartphone nach neuen Möglichkeiten und ich empfehle immer, den Prozess mobil herauszudenken. Das heißt im Prinzip, denken Sie sich oder probieren Sie das einfach mal selber aus mit Ihrer Webseite. Fällt es mir leicht, spannende Möglichkeiten, Stellenangebote bei meiner Firma eben zu entdecken? Fällt das schwer? Wie lange brauche ich und so weiter? Und wenn Sie das erste Gefühl haben, dann kann man im Prinzip tiefer reingehen und eine Status-Quo-Analyse machen und schauen, wie dann die nächsten Schritte sind. Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, Clemens, wenn ich jetzt heute Recruiter oder Hiring Manager bin, ist meine erste Sicht auf das Thema Mobile Recruiting, habe ich als möglicher potenzieller Kandidat die Möglichkeit, über mein Device mich bei mir selber mobil mich zu bewerben, oder? Ganz klar. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Also Truffles, was wir gemacht haben, wir haben eine mobile Recruiting-App entwickelt, wo sich der Kandidat diese App herunterladen kann. Aber natürlich mobiles, direktes Bewerben ist ja, sollte auch bei jeder Firma möglich sein. Also das heißt, Sie sind ein mittelständischer Papierhersteller aus dem Odenwald. Der Kandidat findet über irgendwelche Kanäle Ihre Karriereseite, und möchte sich dann eben mobil auch darüber bewerben. Das sind solche Fälle. Es muss nicht immer eine App sein, wie bei uns. Wir sind quasi ein möglicher Drittanbieter. Aber ganz, ganz wichtig ist, dass es Optionen gibt, dass der Kandidat klar Bewerbung oder auch Interesse signalisieren kann, sich eben über den Kanal Smartphone sich bei Ihnen zu melden mit den Unterlagen und relevanten Details, die Sie am Ende des Tages brauchen. Okay, jetzt gehen wir mal davon aus, meine Website wäre mobil und die Kandidaten können sich bei mir bewerben übers Device. Wärst du dann derjenige, der sagt, okay, das Ganze muss so simpel wie möglich sein? Also Stichwort
One-Click-Bewerbung oder was ist da deine Empfehlung an die Kandidaten oder an die Zuhörer? Ja, also das ist immer auch wieder Einzelfall entscheidend. Also Sie müssen ja immer erstmal die generelle Frage, müssen Sie sich anschauen, bekommen Sie heutzutage überhaupt noch Bewerber, bekommen Sie überhaupt noch Kandidaten? Möglicherweise, wenn Sie keine Kandidaten bekommen, kann es durchaus sein, dass Ihr Prozess zu kompliziert ist. Also ich spreche jetzt hier von komplizierten Formularen, irgendwelche Restriktionen, dass der Anhang so und so viel groß sein muss, dass ich nur mit diesen Informationen mich dann auch letztlich bewerben kann. Denken Sie an einen Entwickler, der hasst es nichts mehr, wie irgendwelche PDF-Formate und Lebensläufe zu verschicken, möchte aber mit seinem Programmiercode Sie überzeugen, dann müssen Sie andere Möglichkeiten geben, dass dieser Kandidat sich natürlich auch bei Ihnen bewerben kann. Wenn Sie natürlich sagen, Sie haben zu viele Kandidaten, Sie haben eher ein Selektionsproblem oder Herausforderung, weil Sie einfach geflutet werden von passenden, aber auch unpassenden Kandidaten, dann müssen Sie sich überlegen, ob Sie vielleicht die Hürden punktuell höher setzen, um dort einfach die Spreu vom Weizen zu trennen. Also sage ich pauschal, kann man nicht sagen, das eine oder das andere ist besser. Ich bin ein ganz, ganz großer Freund von einfachen Prozessen. Das heißt, machen Sie es dem Kandidaten so leicht wie möglich. Es ist ein Arbeitnehmermarkt und wir wandern da noch mehr drauf hin. Aber am Ende des Tages brauchen Sie genügend Informationen, um beurteilen zu können, Kandidat kann ich, passt eben und kann ich einladen zum Beispiel zum Interview oder eben auch nicht. Wenn Ihnen da die Daten fehlen, haben Sie auch nichts gewonnen am Ende des Tages. Clemens, da bin ich deiner Meinung. Wir haben absoluten Arbeitnehmermarkt, soll heißen, also wir werden wahrscheinlich oder die Zuhörer und Zuseher eher davon ausgehen, dass wir zu wenig Bewerber haben. Und gehen wir mal von diesem Szenario aus. Was für eine Empfehlung würdest du aussprechen, wenn ich sage, ich habe zu wenig Bewerber? Wie kann ich denn meine Hürden so klein wie möglich halten? Was sind da so typische Fehler, die du von deiner Arbeit her kennst? Der größte Fehler ist im Prinzip oder der häufigste Fehler ist meistens, dass Unternehmen nicht genau wissen, wen sie überhaupt suchen. Also sich vor der Stellenausschreibung oder dem Gesuch, wie es auch immer dann letztlich aussehen mag, also visuell aufbereitet, ist eigentlich die Erkenntnis, wie die Stellenanzeige auch wirklich, was da drin vorkommen soll. Also heißt, was beschreibt die Stelle am besten? Was ist da mein tägliches Doing? Was sind die Hauptaufgaben? Wie bin ich in das Unternehmen letztlich eingebettet mit dieser Anzeige? Und da sehe ich, das ist eigentlich der häufigste Fehler, dass nicht selten bereits bestehende Stellenanzeigen genommen werden, die einmal dupliziert werden und dann wieder frisch veröffentlicht werden. Und dann die Erkenntnis zu bekommen, eigentlich ist die Hälfte davon nicht passend. Da sage ich ganz klar, und das ist auch so, wo wir sehr stark unterstützen und auch im Sparring mit den jeweiligen Unternehmen sind, zu detailliert zu analysieren und zu evaluieren, okay, sind das wirklich die Inhalte, die auch in diesem Job gebraucht werden, vermittelt werden? Und da sehe ich ganz klar Verbesserungsbedarf auf fast allen Ebenen. Das heißt also, weniger ist in dem Fall mehr, oder? Vielleicht gucken, dass da 50% der Inhalte erstmal wegschneidet, oder ist es zu pauschal gesagt? Ja und nein. Also dieses schreiben Sie nicht einfach irgendwelche Informationen in die Stellenanzeige, nur um den verfügbaren Platz noch zu füllen. Also Thema wie Teamfähigkeit, Teamorientierung, das sind so Floskeln, die tauchen in 98% aller Stellenanzeigen auf. Wenn Sie Buchhalter sind, brauchen Sie natürlich irgendwie eine mögliche Teamkompetenz, weil sie auch in einem Team arbeiten, egal, und wenn es nur mit dem Vorgesetzten, der vielleicht auch der Geschäftsführer ist, direkt brauchen sie irgendwie eine mögliche Kommunikation und Teamfähigkeit, aber am Ende des Tages ist das kein Job, der im Team gewonnen wird, je nachdem, wenn man das nach Größen sich anschauen kann, und da sage ich immer ganz klar, werden Sie sich bewusst, benötigt es diese Anforderungen, brauchen Sie die wirklich? Im Zweifel lassen Sie sie lieber weg, heißt aber, machen Sie sich trotzdem gut Gedanken, weil je mehr Informationen Sie natürlich hineinschreiben, desto besser kann man auch darauf schließen und ein Gefühl entwickeln, könnte das etwas sein, was spannend ist.
Okay. Jetzt gehe ich mal davon aus, ich habe mir sehr, sehr viele Gedanken gemacht, vielleicht auch in Zusammenarbeit mit deiner Firma, mit deiner Dienstleistung. Wir haben so ein Minimum an Selektionskriterien für eine Stelle beschrieben. Was wäre so der Next Step, wo du weißt, oh, da verlieren wir unheimlich Kandidaten, wenn du sagst, du magst den Prozess? Ja. In zu langsamen Reaktionszeiten. Das sehen wir ganz, ganz häufig. Wissen Sie, oder Frank, du weißt es ja auch, gute Kandidaten von heute, die suchen nicht lange nach Jobs. Die heben einmal die Hand und sagen, sie sind verfügbar und ruckzuck sind da 3, 4 neue Angebote auf dem Tisch. Das heißt, wenn Sie als Firma zu langsam sind, einfach im Reagieren, der Kandidat signalisiert Interesse auf irgendeine Art und Weise und Sie brauchen dann zu lange überhaupt zu reagieren und kommen mit dem Standardantwortschreiben, vielen Dank, wir haben Ihre Bewerbung erhalten. Wenn wir uns in 4 Wochen nicht gemeldet haben, dann heißt es, Sie sind noch nicht aus dem Prozess, Sie sind immer noch im Review-Prozess und nach 2 Monaten ist es dann eine Absage, Sie sind aber trotzdem ein wunderbarer Mensch. Dann sage ich ganz klar, die ersten 4 Wochen, machen Sie das kürzer, halbieren Sie das oder noch schneller. Gute Kandidaten wollen innerhalb von Tagen Rückmeldung von Ihnen und wenn es nur Feedback ist, Bewerbung sieht spannend aus, ich benötige noch 1, 2, 3 Tage, aber dann melde ich mich. Da sehe ich eine ganz, ganz häufige Herausforderung bei Unternehmen, diese Prozessgeschwindigkeit einzuhalten, ist aber ein sehr, sehr häufiger Punkt, dass gute Kandidaten einfach abspringen. Finde ich einen super spannenden Punkt und ich stimme dir dazu 100% zu, Clemens, da triffst du den Nagel auf den Kopf. Du triffst den Nagel auf den Kopf. Würdest du sagen, das ist ein ganz, ganz großer Vorteil von Mobile Recruiting, also wenn sich jemand mobil bei mir bewirbt, dass ich sofort per SMS antworte und sage, hey, Message angekommen, ich brauche maximum 2 Tage, dann lade ich dich zum Telefoninterview ein. Ist das vielleicht ein Prozessbeschleuniger oder eher nicht? Wie siehst du das? Absolut. Und das ist im Prinzip einer der größten Vorteile, USPs, Neudeutsch, was eben dieses Mobile Recruiting eben beinhaltet. Heißt, auch wir bieten ja den Unternehmen einen Kommunikationskanal direkt zu dem Kandidaten auf dem Smartphone. Und ich sage immer, die Unternehmen haben die Möglichkeit, bei uns neben der WhatsApp-Nachricht des besten Freundes oder der Ehefrau eben einen Platz mit dem Unternehmensnamen zu finden. Also Thema Employer Branding ist da auch eine ganz, ganz, spielt eine ganz, ganz große Rolle. Und eben die Kommunikation ist deutlich schneller, wie sie eben auf klassischen herkömmlichen Wegen der Fall ist. Also Thema E-Mail oder sogar schriftlich offline. Und da sage ich ganz klar, das ist einer der größten Vorteile. Kommunikation findet schnell und hoffentlich häufig auch auf Augenhöhe statt. Dann sind genau die USPs gehoben, die Mobile Recruiting eben bietet. Okay, wow, das hast du natürlich super zusammengefasst. Das heißt letztendlich, wenn ich mit dem Kandidaten im Mobile, also per WhatsApp oder vielleicht per SMS im Austausch bin, geht ja alles super schnell. Das schaffe ich ja nicht mal per E-Mail. Also ist das vielleicht so der größte USP? Absolut. Also bei uns und die schnellste Time to Hire, wenn du so willst, die liegt, glaube ich, auch bei 48 Stunden, weil es einfach morgens auf der Bahn signalisiert, der Kandidat Interesse. Nachmittags wird der bereits vom Recruiter eben wird Kontakt aufgenommen. Es werden weitere Bewerbungsunterlagen eben freigegeben, angefragt. Im nächsten Schritt findet ein Bewerbungsgespräch statt und das eben auf einer Art Chat-Nachrichtenbasis, die eben deutlich schneller ist als dieses behäbig schwere, förmliche E-Mail-Verfahren. Und da kann ich wirklich sagen, dieser Kanal und eben, du kennst es von WhatsApp, SMS, das ist deutlich schneller, es ist leichter, es ist einfacher und das funktioniert im privaten Bereich, warum eben auch nicht im beruflichen oder eben im Recruiting-Bereich. Aber Clemens, ich stimme dir zu allem zu, was ich höre und ich du kennst das sicherlich auch und im privaten essen wir und haben WhatsApp. Warum klappt das Stand heute im beruflichen Umfeld nur so selten? Hast du da eine Idee oder eine Antwort? Ich würde gar nicht sagen, dass es nur so selten klappt. Also als wir mit Truffles vor 4 Jahren gestartet sind, Frank, da kann ich dir sagen, da wurden wir belächelt, Thema Mobile. Da musste ich mir häufig die Frage stellen, ist es nur ein Hype? Es wird doch vor allem Akademiker, gut ausgebildete Führungskräfte werden niemals das Smartphone für ihren nächsten Job nutzen.
Ich kann sagen, 4 Jahre später ist eine Menge passiert. Uns gibt es im positiven Sinn weiterhin, uns geht es gut wie niemals zuvor. Wir entwickeln uns prächtig und der Trend ist ganz, ganz klar in Richtung Mobile geschwenkt. Und natürlich, und das kennst du, Recruiting ist ein langfristiges Business. Es sind auch lange Veränderungsprozesse, auch langsame Veränderungsprozesse im Gange. Aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass die Entwicklung im Bereich Mobile auch stetig so weitergehen wird. Und wenn wir in 2, 3 Jahren widersprechen, dann werden wir nicht mehr über das Thema, ist Mobile ein Hype, sondern was sind die besten mobilen Prozesse da draußen und welche schöne mobilen Lösungen kennen wir. Da bin ich mir sicher, dass wir über diese Themen in 2, 3 Jahren sprechen werden. Clemens, da wünsche ich uns beiden, dass wir da nicht 2, 3 Jahre warten müssen, sondern dass wir da im halben Jahr schon drüber sprechen können. Aber Danke. Um es letztendlich ein Stück weit abzuschließen, ich bin dir sehr, sehr dankbar für deine Zeit. Welche Empfehlung würdest du da draußen jetzt zuhören, aussprechen, so final zu sagen, okay, wir haben die Zuschauer und Zuhörer haben erkannt, Mobile Recruiting ist ein Muss, es ist nicht eine Kür, sondern letztendlich ihre Pflicht. Wie gehen sie die ersten Schritte an? Wenn du ein, zwei Sätze dazu sagst, herzlichen Dank. Also von der pragmatischen Seite sage ich, nehmen Sie sich einfach mal ein Smartphone an einem Abend hin und versuchen Sie sich mal auf Ihre eigenen Jobs mit dem Smartphone zu bewerben. Wenn das problemlos funktioniert, dann sind Sie schon recht weit im Bereich Mobile Recruiting unterwegs, weil Sie dann eine mobiloptimierte Seite und alles, was dazugehört, haben. Wenn Sie das Gefühl haben, Sie bewerben sich bei Ihrem Arbeitgeber oder Sie schaffen es nicht, einfach schnell sich bei Ihrem eigenen Arbeitgeber zu bewerben, dann sind Sie im Prinzip schon in der Status-Quo-Analyse und Ihnen wird eine Menge auffallen, was Sie in dem Prozess besser machen können. Und dann schlage ich ganz klar vor, setzen Sie sich mit mobilen Recruiting-Experten zusammen, tauschen Sie sich aus, werden Sie sich Ihrer Zielgruppe bewusst, wie sucht die, was sucht die, wo sucht sie, und dann fangen Sie an, sei es in Eigenregie oder mit externer Hilfe natürlich Lösungen zu entwickeln, dass sich eben der 25, 35-jährige digital affine Mensch bei Ihnen ganz, ganz leicht mit Mobile Recruiting eben auch melden und bewerben kann. Wunderbar, das ist eigentlich das exzellente Schlusswort, Clemens, da bin ich dir sehr, sehr dankbar. Sollte Ihnen der Kanal gefallen haben und auch das Interview mit Clemens Dittrich, dem Geschäftsführer der Firma Truffles, da werden wir nachher die Homepage noch einblenden, dann kontaktieren Sie ihn direkt. Sie können diesen Kanal abonnieren. Ich bedanke mich recht herzlich und Clemens, herzlichen Dank bei dir und alles Gute. Ja? Frank, vielen Dank. Einen schönen Tag. Grüß Gott. Schönen Tag. Ciao. Ciao.